Es gibt verschiedenste Motive, einen Berg zu besteigen, aber wenn der Entschluss einmal gefallen ist, dann gibt es oft kein Halten mehr. Ja, das ist der höchste Punkt. Wie das bei eher ungünstigen Verhältnissen mit einer bunt gemischten Gruppe ausgegangen ist und warum auch Schnee und Nebel ein großartiges Naturerlebnis bieten können, das erfährt ihr in diesem Video. Ja, schaut mal, diese ganze Bande da, die mit mir unterwegs ist heute, auf den Eisenerzer Reichenstein. Haben alle hergekarrt und jetzt geht's mit Leuten unterschiedlichster Bergerfahrung einmal vom Berg und das schauen wir uns heute an, wie das so wird. Da oben das Ziel unserer Träume im Nebel, das schaut auch nicht so richtig gut aus. Reichenstein, 1,5 steht da aber ursprünglich, ne? Schauen wir mal. Das war jemand, der war schon sehr optimistisch. Ja, wollte gerade sagen. Auf geht's, oder? Auf der Kurve. Solange ich nicht vorangehe, darfst du das gern sagen. Das schaut ja nicht so schlecht aus eigentlich. Aber das mit dem Nebel, also nach 30 Meter Wasser fassen. Gute Abkühlung bei den Temperaturen. Das hat ca. 10 Grad, ne? Ja, ungefähr, es war sehr kalt. Ja, jetzt rennen sie noch, aber das wird dann schon vergehen. Auf dieser Tour bin ich mit Topaz Adventures on Tour with Jeffrey und Peter von Ich am Weg unterwegs. Links zu ihren Kanälen gibt es in der Videobeschreibung. Na, schauen wir mal, ob das eine gute Idee war, dass wir da heute herkommen. Der Normalweg ist eigentlich nicht schwierig, aber konditionell. Sag ich einmal, sollte man schon ein bisschen was drauf haben für an die 900 Höhenmeter. Ja, bis jetzt waren wir im Skigebiet unterwegs. Auf der Skipiste und auf dem Mountainbike Trail. Ja, jetzt verlassen wir diese ganze Geschichte. Jetzt gehört nur mehr uns das Gelände. Bei der Jahreszeit und dem Wetter. Jetzt auch so uns gehört. Warum überhaupt Eisenerzer Reichenstein? Ganz einfach. Ehrgeiz in einem freundschaftlichen Wettstreit, der sich zwischen Marco von Strauchs Wanderlust und Topper entwickelt hat. Die beide schon einmal mit Peter von Ich am Weg auf dem Schneeberg waren. Schaut mal, Lawinenspuren. Also musste für Topper ein leicht erreichbarer höherer Gipfel her. Damit wurde das Wetter zum Thema. Prognose der ZAMP für den 1. Oktober, tagsüber sonnig und wenig Wind, abends Wetterverschlechterung. Doch es gab eine Vorgeschichte. Nach einem Kaltlufteinbruch im September war es für einige Zeit recht feucht. Im Herbst und bei westlicher Anströmung war die offizielle Vorhersage viel zu optimistisch. Prognose Flatterby, Passhöhe nebelfrei, Gipfel in Wolken, westseitig Stau mit Schauermöglichkeit und 5 Grad am Gipfel. Ja, da gibt es im Gelände immer wieder so Steilstufen. Und jetzt macht der Weg schon langsam sicher serpentieren. Ja, Nebel drückt es da herein. Ja, jetzt ist wieder abgeschnitten da. Der Normalweg auf den Eisenerzer Reichenstein ist nicht schwer. Doch wir waren ein bunt gemischter Haufen und wir hatten mit Vincent von On Tour with Jeffrey auch jemanden ganz ohne Bergerfahrung dabei, der sich übrigens ganz hervorragend geschlagen hat. Ja, ob es wohl frustriert sein werden, wenn sie erfahren, dass man bis daher mit dem Auto kommen hätte können. Dann hat man ca. ein Drittel der Höhenmeter geschafft. Offensichtlich braucht er kein Holz mehr. Die Verantwortung für die Sicherheit und Eignung der Teilnehmer liegt aber natürlich immer bei den erfahrensten der Gruppe. Der Wald da ist übrigens nicht natürlich. Es ist eine Lawinenschutzmaßnahme. Schaut mal, eine Gamsrutte. Nicht einmal umschreien und auch nicht auf der anderen Seite plötzlich still und leise werden und pirschen, weil die hat euch bemerkt. Und dann verhaltet euch erst so recht verdächtig. Na schaut, der erste Schnee. Na, das wird vielleicht noch spannend heute. Mit Schnee war zu rechnen und ich hatte die anderen auch vorgewarnt. Trotzdem hat er später unsere Routenwahl noch mitbestimmt. Ja, in weiser Voraussicht habe ich heute nicht meine Trailrunning-Schuhe anzogen, sondern wirklich feste Bergschuhe. Das ist außer für die Erfahrensten unter euch vermutlich auch die bessere Wahl auf der Tour. Man hätte gedacht, sie holen sich einen Vorsprung heraus, aber nein. Strategisch äußerst ungünstig. Ja, das stimmt. Trotz schlechter Sicht ist die Orientierung auf so einen eindeutig sichtbaren und markierten Steig problemlos. Es sei denn, die Markierungen sind schneebedeckt. Nicht selten ist das der Grund für Bergrettungseinsätze. Ja, die Markierung lasse ich keinen Zweifel. Nach rechts hinauf, zum Reichenstein und zum Rösselholz. Aber mit Aufreißen fürchte wird es nichts. Schon fast im Bereich vom Sattel hebt der Wind ein bisschen an. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was heute noch kommt. Ja, doch,
ein bisschen was sieht man. Wie der Föhneffekt manchmal sogar ganz kleinräumig sein kann. Da schauen wir mal, ist der Nebel doch noch ausgelupft. So da, der Rössel heilt. So, während ich jetzt auf die anderen warte, werde ich mir mal ein Gewand anziehen. Ja, der ist schon zu frisch. So, willkommen am Rösslerhals. In den Höhenlagen ist mit Anstrengung zu rechnen. Der Gerüchten zufolge hat der Peter einen Hauch von Aussicht entdeckt. Na bitte, da könnt ihr mal am Berg posieren, oder? Da hat man schon mehr als die Hälfte der Höhenmeter. Da schön vorsichtig sein, das ist ziemlich glatt, gell? Genau, da sieht man ja was. Stiege, Reichenstein nur für Geübte. Oder Reichenstein Normalweg. Es lockert tatsächlich ein bisschen auf. Ja, unglaublich, aber ein bisschen ein Wetterfenster haben wir. Schaut, da ist die Aussicht auf die Stiege. Da drinnen sieht man, wo wir rumhampeln. So, die Gewissensfrage. Traut euch einen relativ alpinen Steig zu? Es geht aber ganz schön runter, es wird versichert sein, Leitern. Wenn du Zweifel hast, wenn du denkst, nein, muss nicht sein, dann sag sie, das ist durchaus berechtigt. Ja. Sobald einer im Kopf auch da nicht frei ist, das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und das ist auch kein Schand. Ne? Passt. Nicht? Ja, okay. Dann Normalweg. Gute und richtige Entscheidung. Nein, nichts bitten. Nein, wir gehen gemeinsam. Das passt schon so. Das ist kein Thema, der Berg läuft nicht weg. Ja, meine Prognose war ja nicht so schlecht anscheinend. Das ist da sogar ein Lawinenrest. Da ist ein bisschen gerutscht. Man kann hochgucken. Na, Sicht auf. So, der Rückweg schaut auch nicht wenig spektakulär aus, oder? Du brauchst ja die Stiege gar nicht. Wenn du auf einem Schneefeld bist, ja? Dann ist es klug, wenn man sich vom Berg mit dem Oberkörper wegneigt, Hüfte zum Berg hin, ja. Weil es nämlich so einen besseren Stand hast und mehr ausgleichen kannst, so, je nachdem, was passiert. Ja? Dasselbe gilt beim Bergabgehen, da gehört das Gesäß nach hinten, Oberkörper gehört vor. Weil unsere deutschen Kollegen noch keinerlei Erfahrung mit dem Gehen auf Schnee hatten, war ich hier schon fast übertrieben besorgt. Tatsächlich haben aber alle ihre Sache ganz toll gemacht. Nachdem der weitere Wegverlauf schon bei der Abzweigung zur Stiege gut einsehbar gewesen ist, konnte man auch erkennen, dass Teile des eigentlichen Normalwegs schneebedeckt sind. Wir haben uns daher für eine Variante im Graben entschieden, die zwar technisch etwas schwieriger, jedoch weitgehend schneefrei war. Immer diese Influencer. Der Abstieg über die Stiege ist nicht gestattet. Ja. Diese Mittelvariante da ist von der Schneesituation her besser. Auch wenn man hier teilweise die Hände braucht, war das für den Aufstieg eine gute Wahl. Und es hat uns weitere Einblicke in unsere spätere Abstiegsvariante verschafft. Sehr verlockend. Die Hütte, die wir uns dann zu Gast begrüßen dürfen. Hm? Ja, da waren wir sonst hergekommen. Topa, gratuliere, so hoch wie nie zuvor. 2100 Meter. Ja, schon. Ja? Der Hammer. Auf der Scharte. Schau. Schnee. Das schaffen wir. Schau, da oben das Gipfelkreuz zu sehen. Ja. Ein Schritt zu weit. Nicht schwierig, aber schmierig. So, bergfrei vom Eisenerz zu Reichenstein. 2165. Wahnsinn bei Sonne auf den Eisenerz zu Reichenstein. Das hätte jetzt auch keiner geglaubt, gell? Gratuliere, Topa. Gratuliere, Herr Winzer. Wirklich, das hat es euch verdient. Ja, nichtsdestotrotz, die Sonne sieht man zwar, aber sonst nichts, gell? Leider. Wind und Nebel, wie befürchtet.
Ja, die 2,5 Stunden stimmen bei einigermaßen forscher Gehweise über den Normalweg. Wenn du wirklich auf den höchsten Punkt bist, musst du genau da draufsteigen, weil das ist nämlich das Vermessungszeichen. Da, das ist der höchste Punkt, ja? Bitteschön. Ich werde es für die Nachwelt festhalten, Schatz. Der Topper in seiner ganzen Größe steht da drauf. Wirklich. Und um noch einen draufzusetzen. Aha. 2165 Meter geschafft. Ja, sehr gut geschlagen, wirklich. Und auch technisch gar nicht schlecht. Ja. Kannst du das Ding jetzt so vielleicht kleben, dass die Karte richtig meinst du? Ja. Ja. Die Hütte lacht, schau. Ja, ich hätte euch natürlich eine Aussicht vergönnt, aber ja, das wird halt nichts, ne? Toll, ich kann mich mal so schön mitfreuen für. Ja, sicher. So, Leute, in die Hütte, oder? Ja, ab in die Hütte. Ich nehme meistens immer den, der mir gleich als erstes ins Auge fällt. Tut das nicht weh? Ja, das habe ich verdient. Also bei einigermaßen stürmischem Wind machen wir uns wieder an den Abstieg. Für das, dass wir da zumindest 2 Minuten Sonne gehabt haben, müssen wir hochzufrieden sein. Ja, leider Rucic. Aufpassen. Hier gibt es noch ein bisschen Schnee. Ja, das schaffen wir schon. Na, die Hütte hat man sich redlich verdient. Hm? Tja, nichts ist warm mit der Aussicht. Nicht einmal die Hütte sieht, das ist aber gemein. Tja, die muss sehen mit der modernen Technik. Man kann auch am Berg Video telefonieren. Ja? Oder dass das so überwächtet ist, sogar ein richtiger Schneeüberhang sich bildet. Ja? Da darfst du halt normalerweise nicht genau auf die Wächte draufsteigen. Ja, gleich ist die Hütte erreicht. Da ist genau wegen so einem Wetter markiert. Ja? Reichensteinhütte. Hallo, grüß euch. So, ja, da steht er. Mit uns geht's bergab. Also, nach einer ausgiebigen Rast auf der Reichensteinhütte geht es jetzt für uns mehr oder weniger längs des Aufstiegswegs wieder bergab. Nur wir werden diesmal vielleicht doch die Schneevariante probieren, weil diese mittlere Geschichte war auch nicht so ganz das Wahre und ist im Abstieg durch den Netz ja ziemlich rutschig. Ja, Abschied nehmen hast du vom Gipfelkreuz, gell? So, links runter mit uns. Seltsame Lichten, aber leider mehr kriegt die Sonne heute nicht hin. Du machst das eigentlich für jemanden ohne Bergerfahrung erstaunlich gut. Alles gut? Sehr gut. Das Wetterprognose für heute war ungünstig und es wird auch nachmittags und spätestens dann Abend zum Regen anfangen. Da ist leider nichts mit Auflockerungen mehr. Jede Menge Alternativen, hm? Letztlich hat unsere Abstiegsvariante gut funktioniert. Die folgende Stelle zeigt aber, dass es auch ganz anders ausschauen hätte können. Und da ist schon mal einiges freundlicher, oder? Ja. Als drüben. Das stimmt. Also der Normalweg. Überwiegend schneefrei, Gott sei Dank. Da habe ich mir fast zu viel gefürchtet im Aufstieg. Ja, aber auch mit einer leichten Vorlage des Oberkörpers gehen, genau. Ja, eh super, ja. Das kennen wir da schon. Stiege Brebichel. In 2 Stunden. Finstere Gestalten im Nebel. Geht denn eher außen da. Der hat ein bisschen Rutschpotenzial. Ja, genau. Genau, super. Und bereust die Trailrunner oder geht's? Ja, es wäre ein bisschen schwieriger. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Der Vorteil, keine Angst vor dem Abgrund. Mit Schmackes reinsteigen, ja genau, so. Ja, so, das war es jetzt ziemlich mit dem Schnee. Bei der Schneelage war der Normalweg jetzt keine besondere Herausforderung, zum Glück. Na schau, es ist ja doch noch einmal entnebelt. Pro-Tipp, dreht euch mal um. Ja, hat gesagt. So geil. Aber leider oben trotzdem nicht frei, es nutzt nichts. Wir haben die Abzweigung.
Nur für Geübte. Geil, wie der Nebel wieder raufzieht hinter euch. Schon. Und schub es wieder weg. Ja, weg ist alles, ja. Auf die andere Seite. Da kann ich mich erinnern, war es auch glatt, gell? Schau, da kommt der nächste Wegweiser. Genau, mit uns geht es nicht mehr bergab. Jetzt werden wir wieder die Murmeltiere hören. Grübel-Brehbichel in 1,5 Stunden. Das glaube ich wieder nicht. Na schaut, kaum ist man über den Sattel drüber gekommen, schon eröffnet sich einem der Ausblick. Man hätte ja gar nicht aufsteigen müssen. Die Aussicht hat man von hier unten, gell? Nee, aber was tut man nicht alles für den Topper, oder? Da muss man natürlich schon mithelfen. Das werden wir jetzt so lange hin und her spülen, bis uns die Berge ausgingen, hä? Nächste Abzweigung wieder erreicht. So richtig aufgerissen hat es heute leider nirgends. Aber zumindest nicht umsonst auf den falschen Berg raufgehen. Da vorne mit dem hohen Masten drauf, das ist der Polster. Jetzt haben wir jetzt ganz deutlich den Nebel herunterdrückt. Langsam aber sicher merkt man, dass die Strömung wieder auf Nordwest war und dass das mit der angedrohten Wetterverschlechterung auch nicht unbedingt eine Ente war. So, da, kein Schneekontakt mehr. Für die ganz Risikoaversen könnte man jetzt wieder die Vorstraße absteigen. So, schau, da sind wir jetzt in einem Lärchenwald. Sieht man schon, die färben sich deutlich. Ja? Da wirklich schon komplett der Stamm freiliegt, Rinde gar nicht mehr, aber trotzdem sind da grüne Zweige oben. Die auf diesem Kegel da sind von der Lawine nicht dahin gerafft worden. Bei den Bäumen kann man schon erkennen, wo dann die Lawine üblicherweise auch herkommt. Ne? Das Wetter hat wie versprochen gehalten und wir sind bis auf einen kurzen Schauer im Anstieg trocken geblieben. Gesehen haben wir zwar nichts, aber schön war's und wir sind alle wieder gesund ins Tal gekommen. Und ein Highlight hat die Tour noch, aber das kommt ganz am Schluss als Outtakes. Na schaut sie los und einmal zeigt sie noch. So ein schönes Video von mir gemeinsam mit den Alpinfreunden. Offensichtlich komme ich nie in die Gegend, was halt jemand anderem ist. Gut ist gegangen, nichts ist geschenkt auf gut Österreichisch. Ich habe keinen verstanden. Ich auch nicht. Gut, es ist gegangen, nichts ist passiert. Das stimmt, ja. Sehr fordernd, aber auch sehr schön. Wenig Asphalt. Wenig Asphalt, ja. Genau. Wenig Aussicht. War auch eine schöne Rückkehr. Auch mal interessant, das Ganze mal von der anderen Seite hier hochzugehen. Gemütliche Einkehr in der Hütte. Ja, definitiv. Schaut mal bitte bei allen meinen drei lieben Kollegen auf ihren Kanälen vorbei. Die werde ich im Video verlinken. Und ansonsten hast du mir lieben Freund dabei. Und Tour of Jeffrey. Topaz Adventures. Und ich erweg wandern mit Peter. Und vielleicht sieht man sie mal bei einer anderen Tour. Hey Abenteurer, wir sind heute unterwegs auf dem Eisenerzen. Auf dem Erzen. Der Top abblendet so scheiße. Jetzt fahre ich jetzt. Eisenerzen. Wir sind heute auf dem Eisenerzer Riechenstein. Reichenstein. Hey Abenteurer, wir sind heute auf dem Eisenerzer Reichenstein.